Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit mir, mit dem Eddie. In der letzten Folge bin ich gestorben. Mich hat tatsächlich ein Skelett erschossen. Unglaublich. Ich habe mein Zeug sortiert, während ich hier Folgenpause gemacht habe. Und möchte jetzt nur noch mal kurz Eichenlaub. Ich packe hier noch ein bisschen was von dem Das lasse ich mal drin. Von diesen Sachen hier weg, denn das schmeißen wir dann später alles wieder in unserem Gärtnerhaus quasi. In die Truhen, das andere Zeug. Und dann würde ich... Oh! Das fällt mir noch hier. Dann würde ich gerne hier mal kurz schauen, wie wir die Treppe nach oben bringen. Denn ich vermute fast, dass wir hier noch etwas weit darüber müssen. Weil wir kommen jetzt hier noch eine Stufe höher. Wenn wir kommen hier. Und dann müssen wir ja mit dem nächsten nach da. Dann sind wir hier. Und darüber müssen wir ja auch noch. Also. Da würde ich mal sagen. Ups, dass wir hier einfach weit darüber müssen. Oh, das war jetzt natürlich jetzt ein bisschen... Das hätte es nicht gebraucht. Einen Moment. Hier eine flache. Hier noch eine drauf gebe. Und die nächste hier hin. Dann müssen wir hier doch vielleicht ist es besser, ich fange mal hier an. Hallo? Ich habe das nicht gemacht. Das hat der von selber. Ich war das nicht, ehrlich. Der hat von selber hier Stufen platziert. Selbstständig. Ich hatte das nämlich schon mal. So. Schöner wäre es natürlich. Komme ich wieder nicht raus oder hoch? Aua. Ja, wenn wir nicht hochkommen, müssen wir runter. Gehen wir das Ganze halt von der Seite wieder an. Es kann sich ja nur um Stunden handeln, bis wir hier oben sind.
hier was anderes aus. Einen Moment. Wenn wir hier diese Ebene für uns nutzen. Das wird schon noch. Da haben wir ja. Da habe ich keine Sorge, dass das irgendwie noch wird. Und zwar. Hier auf welcher Höhe? Auf der? Die Ebene hier. Notfalls schaue ich mir das von unten an und wir werden... So, hier, so kommen wir jedenfalls auf den oberen Bereich. Was wir hier dann machen, sehen wir dann noch. Wie ist das mit diesem Fenster hier? Macht das Sinn? Schlecht ist es nicht normalerweise eigentlich. Wobei, viel sehen tun wir hier in diesem Fenster nicht. Wenn wir aber unsere Räumlichkeiten hier ein klein bisschen erweitern. Weil da sowieso der Baum ist. Einfach hierher gehen und das hier zumachen. Dann bekommt unser Haus hier halt einfach eine Ecke. Wäre aber jetzt nicht wirklich tragisch. So ein bisschen so eine verwinkelte aus. Nicht mit diesen Snaps, sondern mit dem ganzen Block, bitte. Dann könnten wir doch hier oder wir machen uns hier eine Tür rein, die uns dann hier hinten zu einem kleinen Raum, ja nicht wirklich Raum, aber hier könnte man eine Kiste hin tun. Zum Beispiel. Ups. Da müssen wir natürlich. Wie den Boden hier. Wir nageln mal hier ein paar Bretter rein.
Und ich überlege mir dann da noch, wie ich das am besten machen möchte. Dass wir hier... Vielleicht lasse ich das auch so. Warum habe ich jetzt das überhaupt hier zugemacht? Ich schaue mir das nochmal schnell an. Wir kommen hier so hoch. Hier, wir müssen ja eine Wand hierher machen. Sehr wahrscheinlich war der Gedanke, die Wand hierher zu ziehen. One moment, please. Denn das Ding ist hier ziemlich hoch. Okay. Dass wir hier diese Wand dann mit einem Balken rüberwärts irgendwann abschließen. Müssen wir am besten hier oben irgendwann auch machen, denn wir können ja hier nicht das ewig so lassen, dass wir hier mit dieser Textur ganz hoch gehen. Also es wäre zwischendrin so ein Querbalken, wäre nicht ganz verkehrt. Allerdings wäre der auch hier schon gut gewesen, dass das hier quasi der Fußboden. Dann haben wir aber hier diese Balkenstruktur. Oder wir legen hier nochmal was drauf, nochmal den ganz kompletten. Dann hätten wir aber den Boden rausmachen können. Wobei natürlich dieser halbe Balken hier meiner Meinung nach hübscher ist, als wie wenn der so ganz runterhängt. Also so ein halber Balken schaut schon besser aus. Würde auch für eine Lampe, wenn man jetzt gegebenenfalls hier eine Lampe einbauen würde, wäre das auch ganz nett. Ich lege mich nochmal kurz hin, damit es heller wird für euch. Ach ja, schön. Schön. Immer wieder schön, wenn hier so die Sonne aufgeht. Komm, wir schauen nochmal hier einfach in diese Richtung. Schauen wir mal hinten die Berge an. Richtig nice. Und hier mit dem See, wir machen uns dann irgendwann hier unten noch ein Häuschen an den See. Kleines Fischerhäuschen. Oh, ein Wasserei. Das nehme ich mit. Oh. Habe ich das schon mal gesehen? Schafszucht hier im Leute. Das darf ich jetzt aber eigentlich niemand sagen, oder? Fuck. Das auch nicht. Aber das war Absicht. Ich wollte nur mein Zeug holen. Hier runtergefallen ist. Ich will ja nichts sagen, aber gut, dass ich hier einen Stack Steine hab, denn sonst wäre ich jetzt hier ganz schön verarscht.
Verwalter. Hä? Schau dir mal das an. Der spinnt ja wohl, dieser. Der Kamerad. Unglaublich. Sprengt der uns hier die ganze Landschaft weg. Wo ist mein Schwert? Da. Ja. Dann sortieren wir halt mal wieder Dinge. Wo ist er? Drüben. Tja. Da schaut er drin. Ist ja nicht zu glauben. Jetzt muss ich hier schon wieder das Klump sortieren. Nur weil ich zu dämlich bin, mich hier halbwegs vor den Monstern zu schützen. Aber ja, das ist jetzt in den letzten Folgen extrem selten passiert. Also es ist wirklich schon sehr lang her. Tatsächlich, dass ich so oft von diesen Jungs hier niedergestreckt wurde. Aber ach, Scheibengleise jetzt sind. Ah ne, ich wollte gerade sagen, jetzt sind meine Zäune gespawnt, sind sie aber gar nicht. Wo ist denn die Erde? Hier. Wenn wir hier ein paar Ausbesserungsarbeiten vornehmen. So weit wie möglich. Soweit unsere Erde reicht. Der hat aber ein ganz schönes Loch hier reingesprengt, wenn das vorher tatsächlich alles zu war. Was ich leider nicht weiß. Also auf jeden Fall. Okay, das hier könnte tatsächlich so gewesen sein. Das will ich jetzt gar nicht behaupten. Dass hier irgendwas war. Ich mache das trotzdem mal irgendwie ein bisschen zu vielleicht. Einfach nur so, dass das halt nicht ganz so offen hier ist. So, gut, so lassen wir das einstweilen. Komm mal her zu mir. Danke. Den nehmen wir mit. Soll ich da noch mehr so Fackeln herstellen? Zur Sicherheit. Dass man weiß, dass man hier nach unten fällt. Machen wir auch gleich noch ein paar. Sind, machen wir auch noch ein paar komplette Klötze. Ich denke, das ist ganz nice so. Und dann können wir hier ziehen wir
mache hier erstmal Boden. Rein. Irgendwas muss hier hin. Denn sonst kriegen wir keine Wand. Sonst haben wir keine richtige Wand hier. Und ob das hier... Sinn macht, hier rüber zu gehen. Man hier noch machen. So, wir machen Folgendes. Wir tun so, als wäre hier natürlicher Baumwuchs. Weiß ja keiner, dass das nicht so war. Weil das sieht dann nämlich von... Genau, das sieht so aus, als würde das so gehören. Und dann könnten wir hier ich versuche das einfach mal. Wir legen hier so einen Balken rüber. Genau, der geht jetzt einen hier drüber raus. Natürlich jetzt auch noch einen Balken hier quer durchziehen, den wir nie sehen werden, wenn ich jetzt hier den Balken quer rüber ziehe von Baum zu Baum. Aber ich glaube, das überlegen wir uns dann das nächste Mal. Dummerweise bin ich jetzt hier schon wieder gesprengt worden von dem Creeper. Ich sage auf alle Fälle mal auf Wiedersehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Eddie.